So, meine lieben Freunde, nun geht es heute weiter mit unserer Romanze. Ja. Die Ursprungsmelodie ist schon im 19. Jahrhundert, glaube ich, entstanden, also nachdem ich da mal so geforscht habe. Ja gut. Ihr müsst eins vor immer im Kopf haben oder in den Fingern. Den Takt, den Rhythmus. Das ist ein Dreivierteltakt. Wir spielen in Triolen. Eins und die zwei und die drei und die. Ja, und dann werden manche Takte, also einfach in manchen Takten einfach auf der 1, auf der 2 und auf der 3 gewechselt. Ja. Man schiebt dann mit den Fingern, macht immer drei Töne pro Ton. Ich mache es nochmal ein bisschen vor, um wieder reinzukommen. Wieder Bass. Loslassen und schieben. Wieder Bass. Und wieder Bass. Ja, bis dahin haben wir es gehabt. Und als in dem Stil weiter, jetzt schiebt man mit dem kleinen Finger hier runter zum 12. Bund. Wieder Bass. Loslassen. Jetzt kommt eine ganz merkwürdige Aktion, aber die ist sinnvoll. Man wechselt jetzt den Mittelfinger aus gegen den kleinen Finger und der geht dahin. Das müsste der 8. Bund sein. Ja? Ich mache es nochmal bis dahin. Wechseln, das kleine Finger. Alles andere bleibt leer. Dann kommt ein anderer Griff. Jetzt nehmen wir anstatt der E-Seite oben die A-Seite. Unten bleiben die Finger gleich, okay? Das Schwierige dabei war jetzt in die Aktion, die vielleicht irgendwie etwas durch diese kleine Fingeraktion erleichtert wurde. Ne? Mach's mal vor. Hier immer noch E-Seite im Bass, die Dicke. Ne? Immer noch bleiben. Jetzt wieder. Die Aktion ist eigentlich gar nicht so schwer. So, und nun müssen wir hier im 5. Bund mit dem Zeigefinger einen kleinen Quergriff machen, ne? Über drei Saiten. Deswegen die Erleichterung, vorher schon der kleine Finger da, dann braucht man nur noch hier querlegen. Nun aufpassen, die A-Seite in den Bass nehmen. Und jetzt läuft man einfach hier zurück auf der dünnen E-Seite. Das ist ein Ringfinger. Und loslassen. Und wieder Bass. Und zurück. Das muss man schon eine Weile üben. Vor allem auch mal die Hand dann ausschlackern, weil wenn man das zu lange übt, dann kriegt man dann einen Krampf. Man kriegt meist einen Krampf zwischen Daumen und Zeigefinger hier. So, Freunde. Ist eigentlich schon fast fertig, nur der Hammerteil kommt jetzt eben noch. Und ich spiele das jetzt mal vor bis zu dem Teil, ja? Okay. Ist das drauf? Jo. Der Hammerteil. Ich denke mir, die bespreche ich im nächsten Film und ihr versucht erstmal gar die Aktion hier, die ich vorhin erklärt habe, zu üben. Ja? Hier runterrutschen. Und jetzt den kleinen Finger hier in 8. Bund. Und ist der Bass also auf der A-Seite gespielt.
erst bis dahin fleißig üben. Jetzt gehe ich erstmal ein Käffchen trinken und dann mache ich vielleicht noch einen Teil. Ciao und alle. Hab euch lieb.